Guten Tag. Hallo, guten Tag, grüße Sie, Lukas mein Name. Sie Und der Nachname? Herr, ja, Lukas Kleinberg. Kleinberg. Ja. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, Günther. Mein Name ist Nick Weber, ich bin ein Manager von Handelsplattform. Vor einiger Zeit haben Sie sich bei uns angemeldet. Wir haben mit Ihnen per WhatsApp kontaktiert. Sagen Sie, haben Sie Zeit zum Gespräch momentan, oder? Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Abzocker mitgebracht, die wie so oft an eure Kohle wollen. Hier geht's wieder um das tolle Trading-Produkt, wo man schnell und einfach über Nacht reich werden soll. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden Telefonaten. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Grüße Sie, Lukas mein Name. Und Sie, der Nachname? Herr, ja, Lukas Kleinberg. Kleinberg. Ja, also rede ich mit Herr Kasten. Ja, Herr Briefkasten. Ja, also ja, Briefkasten. Also freut mich. Ich rufe Sie an von Express Trade. Online-Handel-Plattform. Also, Sie haben auf unserer Plattform Konto registriert. Ich habe angerufen, zu fragen, wie kann ich Ihnen helfen? So gar nicht. Nochmal bitte? Mir ist nicht mehr zu helfen. Ah, Sie möchten keine Hilfe? Also, da ist von dieser Telefonnummer eine Registrierung. Aha. Auf Ihren Namen. Briefkasten und Ihre E-Mail fängt an mit Brie. Und endet mit mdcc@mdccfun.de. Ja, das ist richtig. Also, ich habe Ihre Information hier. Heute, da ist eine Registration. Also, egal. Welche Investitionen hatten Sie Interesse mit? Die Frage habe ich nicht verstanden. Ja, also Express Trade ist eine Online-Handel, Online-Trading-Plattform und wir machen Investitionen zum Geld machen für ihn und wir kriegen auf unserer Plattform Kommission, ein kleines Stück Kommission. Zum Beispiel Sie kaufen 10.000 Dollar etwas. Und dann wir kriegen 1 Dollar zum Beispiel. Aha. Ja. Also, ja, das ist das System. Wir kriegen Punkte 0,1 Prozent Kommission. Ja. Ja. Also, Sie haben registriert auf dieser Nummer, da ist eine Registrierung. Wirklich? Also ja, wenn Sie haben keine Erinnerung, ich denke dann, vielleicht Sie haben eine Werbeanzeige gesehen, im sozialen Netzwerk. Also Sie haben keine Erinnerung, oder? Doch. Okay, dann ich schicke Sie eine E-Mail jetzt. Warum? Ja, denn wollen Sie nicht wissen, was Sie hatten registriert? Weiß ja, ich nicht. Sagt ihr, ich brauche eigentlich keine Hilfe, weil ich weiß ja nicht, woran ich Hilfe brauchen soll. Also, Sie wollen kein Geld machen, Geld zu machen mit Investitionen? Dann kann ich doch auch ohne Ihre Hilfe, oder nicht? Also, wenn Sie wollen ein Konto starten, dann Sie brauchen meine Hilfe, diese Warum? Konto zu starten. Warum? Denn ich bin der Kontobetreuer. Ja, aber geht doch auch ohne Kontobetreuer. Wie nochmal? Da kann man doch auch ohne Kontobetreuer machen, oder nicht? Ja, aber wenn Sie wollen, diese Konto starten mit unserem Plattform. Ja. Ich bin der Kontobetreuer hier im Express Trade. Also, ich habe ein E-Mail geschickt. Haben Sie das E-Mail genommen? Nein. Also, ich kann eine E-Mail nicht nehmen. Wieso? Ja, auf dem USB-Stick könnte man sie sich ziehen und dann kann man den USB-Stick nehmen, ja. Das muss schon bei der Wahrheit bleiben. Ich hab's nicht verstanden. Ja, das war mir bewusst.
Also lukask@expresstrade.com. Oho. Ja, meine E-Mail. Also ich hab nochmal geschickt. Ja. Können Sie checken, bitte? Was soll ich denn checken? Ihre E-Mail. So. Und mit warum? Denn ich habe E-Mail geschickt, also Sie haben keine Erinnerung mit, was Sie haben registriert. Also ich habe E-Mail geschickt. Ganz schlüssig, warum ich Sie dazu brauche, weil ich kann doch das auch ohne Sie, oder nicht? Sie wollen ohne mich Konto starten? Ja. Okay. Dann soll ich meine Link senden, Link schicken. Da macht man das nicht bei Ihnen direkt auf die Webseite? Indirekt auf die Webseite? Ja, können Sie machen. Aber warum ruft mich denn einer an, wenn das alleine geht? Es ist einfacher, wenn ich frage, zum Beispiel, Sie hatten Mastercard oder Visa Card, dann ich mache einen Link für Sie. Oh. Ja. Hm. Ja. Hm. Ja, und das Minimal ist 250 Euro. Hm. Also Sie wollen mit 250 Euro Konto starten. Hm. Okay, dann soll ich Ihnen ein E-Mail geschickt. E-Mail schicken. Verkaufen Sie da auch hier Aktienanteile an Bananen? Weil ich mag Bananen. Also. Gemügt. Herr Kassen, wollen Sie mich verarschen, oder? Ja, das sagt ja schon mein Name. Ah, okay. Also. Wer heißt denn Herr Briefkasten? Herr Kassen. Mal ganz im Ernst. Das ist doch nicht wahr, dass man das glaubt. Das ist doch schon schlimm. Also, Sie wollen keine Konto starten, oder was? Nee. Ich stelle mich nur auf YouTube und zeige, was ihr für Betrüger seid. Ach so, okay. Ja, aber. Einer von denen. Hm? Aber. Also, Sie glauben, was Sie glauben. Ja. Aber warum verschwinden Sie meine Zeit? Ja. Also, sprechen Sie Englisch? Nee. Sprechen Sie My English is not good. Okay. Also, warum machen Sie Spaß mit meinem Deutsch? Deutsch ist meine zweite Sprache. Ich kann perfekt Englisch. Ich war für 6 Jahre in Amerika. Aha. Oh, also, war ich auch. Wo also, warst du da? ich hab ein bisschen wo vergessen. Warst du denn da in Amerika? Wie nochmal? Na, wo du da in Amerika warst. Weil Amerika ist ja groß. Weil ich war auch eine Weile in Amerika. Ja, ich hab da drüben gewohnt. Ja. Ich auch für ein Jahr in Los Angeles. Welches Stadt? Sie Los meinen? Angeles. Los Angeles, ja, Kalifornien, sehr gut. Hey. Also, Herr Kassen. Da war schön, da war Strand und Palmen. Also, ich verstehe, dass Sie haben so viel Zeit. Nicht putzen nebenbei. Ich mache nebenbei mal das Klo sauber. Okay, also die Zeit ist aber ja nicht ganz so für mich verblödelt. Das ist ja okay, aber ich habe keine Zeit. Oh, das ist aber schade. Ich dachte, wir unterhalten uns noch ein bisschen. Okay, weil umso dann mehr Zeit ich so von dir wegnehme, umso weniger Leute kannst du ja bescheiden. Herr Kassen, Briefkasten. Freut mich. Okay, es macht so viel Spaß, mit Sie reden. Ja, ich finde auch, ich hoffe, so viel Spaß mit Sie reden. Okay, dann machen wir das nochmal später, wenn ich Zeit habe, okay? Ja. Also, einen schönen Tag. Tschüss. Nächstes Mal. Tschüssi. Ciao. Bye. Bye. Oh, aber die Leitung steht noch. Was ist dein Mikrofon ausgemacht? Kuckuck. Honigtöpfchen. Meine kleine Pferdesalami. Sagt er ja nicht mehr. Vielleicht denkt er ja, was ist denn Uwe, wenn er das Mikrofon ausmacht. Nun ja, dann beende ich jetzt das Gespräch. Sonst wird das dann schon wieder nervig. Tüdelü. Also es ist ja wirklich erdrückend, was da für Leute am Telefon sitzen. So, der hält sich für teilweise deutschsprachig. Naja,
Ich sage mal so, sein Deutsch war jetzt nicht ganz so unterirdisch wie von vielen, vielen anderen Betrügern. Doch, naja, es macht ihn hier nicht seriöser. Dass die Firma hier auch wieder nicht zu den seriösen Firmen gehört, hat er, glaube ich, selbst ganz gut dargestellt. Tja, einfach nur Wahnsinn, was da so für Leute anrufen. Aber ich habe euch noch ein zweites Telefonat mitgebracht, was auch nicht viel besser läuft. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, Günther. Mein Name ist Nick Weber, ich bin ein Manager von Handelsplattform. Vor einiger Zeit haben Sie sich bei uns angemeldet. Wir haben mit Ihnen per WhatsApp kontaktiert. Sagen Sie, haben Sie Zeit zum Gespräch momentan, oder? Ja. Okay, also haben Sie irgendwelche Erfahrung im Handel? Nee. Keine Erfahrung? Nee. Ich kann ganz kurz uns vorstellen, wir bitten unseren Kunden einen persönlichen Finanzberater, mit dem werden sie handeln, ja. Er wird eine persönliche Investstrategie entwickeln, ja, und Sie, also wissen Sie vielleicht, was Mindestbetrag ist schon, oder? Nee, woher denn? Also eins sollte man sich immer mal vor Augen halten. Grundsätzlich ruft euch kein normaler Bankberater einfach so an. Die Eintragung hier bei dieser Firma passierte über eine, tja, komische Datensammel-Webseite. Zum Beispiel die Höhle der Löwen, wo man angeblich über Nacht stinkreich wird. Tja, und dann rufen solche Leute an. Man wird einfach auf irgendeine Webseite, ja, auch rausgeschmissen und irgendjemand ruft dann an. Man weiß vorher gar nicht, welche Firma sich da meldet. Das könnte natürlich auch eine andere Firma sein. Danach ruft definitiv die nächste Firma an. Das kennen wir ja hier schon von dem Kanal. Aber es ist Wahnsinn, mit welcher Gewalt und ja, die Leute da versuchen, immer und immer wieder irgendwie an Geld zu kommen. Schon dramatisch. 250 Euro ist es eine Summe, mit der Sie einsteigen können, auf unsere Plattform zu handeln, ja. Dazu geben wir momentan eine gute Möglichkeit, unsere Dienstleistungen ausprobieren. Nämlich, Sie können einen Bonus bei uns erhalten, 50 Euro, und nächste zwei Wochen können Sie mit diesem Bonus handeln, ja, risikofrei. Und wie gesagt, ja, es ist ganz persönlich, Ihr Finanzberater wird alle eventuelle Finanzzwecken berücksichtigen, ja, und wie gesagt, eine persönliche Investstrategie für Sie entwickeln. Aha. Die netten Kakerlaken hier am Telefon, die reden jedes Mal von Ausprobieren. Tja, also wenn ich irgendwas ausprobiere, dann kostet mich das in der Regel kein Geld. Beziehungsweise, tja, weiß ich nicht, was er unter Ausprobieren versteht. Wenn ich es ausprobiere und die ganze Sache läuft schief, dann ist die Kohle weg. Also, habe ich ausprobiert, wie ich mein Geld loswerde oder wie stellen die sich das in diesen Firmen vor? Ich weiß es nicht. Man findet manchmal wirklich gar keine Wörter mehr dafür. Was die sich eigentlich dabei vorstellen? Die reden von Ausprobieren und Testen und Probemonat, aber letztendlich zahlt ihr dort echtes Geld ein. Und wenn die ganze Sache hier nach hinten losgeht, was hier bei diesem tollen Akzent am Telefon relativ sicher ist, dann, ja, ist die Kohle weg. Und in den allermeisten Fällen sind die Firmen nach kurzer Zeit auch schon offline. Und machen sich aus dem Staub, um dann unter neuem Namen wieder das Ganze von vorne zu wiederholen. Tja, ihr als Kunde oder als Opfer habt da relativ wenig Chancen, überhaupt wieder an euer Geld ranzukommen, wenn es einmal verloren war. So, sind Sie interessiert, oder? Ja, klingt ja ganz gut. Gut, dann sagen Sie, warum haben Sie sich für Investitionen entschieden eigentlich? Möchten Sie also Geld sparen? Haben Sie einfach Interesse für etwas Neues, oder? Na, wenn man da Geld verdienen kann, wieso denn nicht? Betrachten Sie das als eine zusätzliche Geldquelle. Ist das richtig, oder? Ja, als was denn sonst? Okay, dann... Sie haben erwähnt, dass Sie keine Erfahrung haben. Vielleicht wissen Sie, was Kryptowährungsbereich ist oder andere Finanzmärkte, also Rohstoffmarkt, Forex oder Wertpapieren? Nee, da kenne ich mich nicht aus. Es ist kein Problem. Also
das Ganze wird Ihr Finanzberater für Sie aufklären, ja, wie das Ganze funktioniert, wohin Sie investieren können und beste mögliche Profit zu erwerben. Und also, wenn Sie keine Erfahrung haben, aber möchten ja beigebracht werden, möchten also irgendwelche Kenntnisse von Handel, von Investitionen bekommen, dann Finanzberater kann damit helfen. Ja, wir haben verschiedene Finanzinstrumenten. Sie können ganz kostenlos von uns Online-Trading-Kursen erhalten. Mhm. Und wie gesagt, ja, Sie werden von Ihrem Finanzberater unterwiesen. Wenn man hier einmal genau hinhört, stammelt sich der Mitarbeiter eigentlich die ganze Zeit nur irgendwas zurecht, damit er irgendwas sagt am Telefon. Sinn und Verstand hat das Ganze eigentlich nicht. Doch da stecken ziemlich viele Verkaufstricks auch, so zwischen den Zeilen. Der Mitarbeiter wiederholt ziemlich oft, dass man doch kostenlose Schulungen bekommt und kostenlos hier und gratis da und ausprobieren hier. Naja, das Einzige, was man da kostenlos bekommt, ist, dass man seine Zeit dort verschwendet und kostenlos sein Geld los wird. Denn kostenlos ist da am Ende überhaupt nichts. 250 Euro wollen die meisten Betrüger von euch in der Regel Minimum haben, wenn es hier um diesen Finanzbetrug geht. Ja, und wo dann die ganze Geschichte kostenlos war, frage ich mich dann schon irgendwie. Tja, das soll einfach nur ablenken, dass ihr dort Geld einzahlt. Indem man ganz, ganz oft einfach kostenlos wiederholt und dass man hier dies kostenlos bekommt und kostenlos hier noch eine Schulung. Ich frage mich, bei der Intelligenz, die da am Telefon herrscht, eine kostenlose Schulung, ich glaube, das kann man gleich sein lassen. Tja, und wenn man erstmal Geld eingezahlt hat, dann bekommt man da keine Schulung und keinen Rückruf, sondern es meldet sich einfach in der Regel nie wieder jemand bei euch. Ja, das ist kein Problem, wenn Sie keine Erfahrung haben. Okay. So, dann sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? 29. 29, okay. Und wo sind Sie tätig von Beruf? Auf Arbeit. Ja. Ich meine, in welchem Bereich? So, Tomaten. Nochmal? Tomaten. Tomaten? Ja. Das ist ganz interessant. Tomaten. Gut. Und haben Sie eventuell Krediten oder Schulden? Nee, und Sie? Keine. Nee. Warum? Braucht man das? Nee, also ich frage nur, weil es ist eine wichtige Frage für Finanzabteilung, ja. Jetzt muss ich ein paar kurze Fragen stellen, um Portfolio einzulegen und Tja, also ob man irgendwelche Kredite zu laufen hat oder Schulden, das geht hier eigentlich überhaupt nichts an. Befragt euch auch kein normaler Finanzberater, wenn es ums Trading geht. Ne? Also wenn ihr jetzt bei einer normalen Firma seid und ihr telefoniert mit einer Tradingbank, fragen die euch nicht, warum, also ob ihr irgendwelche Kredite am Laufen habt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Denn letztendlich ist das ja nichts anderes als ein Verkäufer, der von euch Geld bekommt, um dann dort Geld beim Tradingmarkt für euch anzulegen. Also was spielt denn die Information jetzt für eine Rolle? Tja, kann ich euch sagen. Hier kann die Firma nämlich abstecken, wie viel Geld ihr zur Verfügung habt. Und das Alter spielt da zum Beispiel auch eine Rolle. Oder eben auch, welchen Job ihr ausübt. Und dann können die sich ausrechnen, was ihr so bummelig zur Verfügung haben könntet an Geld. Und ob es sich hier für einen zweiten Anruf, nachdem ihr das erste Mal die 250 Euro eingezahlt habt, ob es sich da lohnt, dann vielleicht nochmal nachzugreifen, um dann nochmal Geld von euch zu bekommen. Das gibt's auch hin und wieder mal, dass man nicht beim ersten Betrugsversuch das Ganze belässt, sondern nachdem ihr Geld überwiesen habt, dass die dann nochmal anrufen und euch irgendwelche Geschichten erzählen, warum man da nochmal Geld nachschieben soll, weil es zum Beispiel gerade so super toll läuft. Tja, und damit das funktioniert, beziehungsweise die sich darauf vorbereiten können, stecken die hier mit diesen Fragen gerne mal ab, was da ungefähr für Geld schlummern kann. Natürlich sagt ihr denen ja nicht eins zu eins, was bei euch auf dem Konto los ist und die wissen das nicht genau, allerdings sind die Chancen dann schon etwas höher, wenn ihr etwas älter seid und einen gut betuchten Job ausübt. Weiter werden Sie mit Ihrem Finanzberater, wie gesagt, ja, alle eventuelle Fragen absprechen. Okay. Gut. Dann, also welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie eigentlich? Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Ja. Also Visa oder Mastercard? Genau.
Also, haben Sie beide, oder? Ja. Gut, dann lassen Sie bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Mhm. Hier steht günther.stinkerc@gmail.com. Ja. Gut, dann haben Sie jetzt Zugriff zum Computer oder Laptop? Natürlich. Okay, Moment. Ja. Jetzt erstelle ich Ihnen einen Account bei unserer Plattform. Normalerweise bekommen Sie Ihre Zugangsdaten von Ihrem Finanzanalytiker. Aha. Also, ist das bequem für Sie, in den nächsten Tagen Anruf von Finanzberater zu kriegen? Wie meinen Sie das? Also, ich meine, innerhalb von 1 bis 3 Arbeitstagen kriegen Sie normalerweise einen Anruf von Ihrem Finanzanalytiker, von unserer Finanzabteilung. Okay. Ich meine, also, wann wäre es bequemer für Sie? Nachmittag oder Vormittag? Ja, am besten, ja, weiß ich nicht, wann ist denn da gut? Wann passt es Ihnen denn? Also Nachmittag. Ja, meinetwegen. Wenn Nachmittag. Sie unbedingt wollen, ja. Okay. Mhm. Also, sprechen Sie irgendwelche Sprachen außer Deutsch? Englisch vielleicht, oder? Englisch nicht, nee. Sprechen Sie kein Englisch? Nee, aber Kaukasisch. Kaukasisch? Ja. Es ist eine Sprache, oder? Ja. Ich dachte, dass diese Sprache existiert nicht. Ich dachte, das ist die Gruppe, ja? Ja, das ist eine Sprache. Das ist eine Sprache. Und sagen Sie etwas auf diese Sprache, bitte? Nee, warum sollte ich? Also, Sie sollten nicht, aber ich bitte nur darum. Aha. Bitte abgelehnt. Nochmal? Die Bitte wurde abgelehnt. Abgelehnt? Abgelehnt, ganz genau. Schön. Mhm. Dann schicke ich Ihnen ganz die Informationen per E-Mail. Bei den Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Sie was können, hat denn da geklingelt? Nochmal? Hat geklingelt und geklatscht. Was ist denn da los? Es ist meine Kollegin. Ich glaube, dass da war also Vertrag unterschrieben. Ja, ganz genau. Der Kollege hat einen Vertrag unterschrieben. Logisch? Nee. Also dümmer geht's ja eigentlich nicht. Also ob wenn dann ein neuer Kollege die Firma betritt und einen Vertrag unterschreibt, dass da geklingelt und geklatscht wird. Oh Mann. Tja, dass das hier ein erfolgreicher Betrug war und die Leute das im Hintergrund mit dem Klatschen und dem Jubeln befeiern, ja, ich glaube, das ist wohl eher die Begründung, die er hätte nennen sollen. Tja, das wird man euch natürlich nicht sagen, weil dann der Betrug natürlich auffliegt. Aber was anderes ist dieses Klingeln und Klatschen und Jubeln im Hintergrund nicht. Übrigens, falls noch nicht geschehen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir das Video gefällt. Ach so. Ja, genau. So, haben Sie keine Fragen bis jetzt zu mir, oder? Nee, kenne mich aber auch nicht aus. Ich habe ja gar keine Ahnung von. Okay, dann auf jeden Fall, wie gesagt, Sie können mir per E-Mail schreiben, ja, eventuell, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Also jederzeit kann ich Ihnen antworten, ja, aha. Arbeitszeit. Mhm. Wenn Sie keine Fragen haben, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Und dann? Was dann? Ja, ich dachte, Sie wollen mich noch ein bisschen weiter betrügen. Ich fand das gerade so interessant. Also nicht weiter, sondern jetzt. Ja? Weiter kann das leider nicht gehen. Warum? Tut mir leid. Also, ich habe nicht so viel Zeit dafür. Oh. Hm, das ist aber schade. Ich dachte, sowas nennt man dann Kundenbindung. Schönen Tag noch. Ich wünsche Ihnen viel gesund zu bleiben. Tschüss, du Betrüger. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
Ja, Wiedersehen, Abzocker. Also diese nette Blitzbirne wird wohl mitbekommen haben, was das hier für ein Gespräch wird und dass er hier bei uns definitiv nichts verkaufen wird. Dementsprechend hat er dann dem Anschein nach hier das Gespräch direkt beendet. So läuft's auch das ein oder andere Mal. Ist schon der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch keins der neuen Videos. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.